Hallo, schön euch zu sehen. Habt ihr auch Lust auf einen Bubble Tea? Oder wisst ihr gar nicht, was das ist? Wir haben mal die Mainzer befragt. Was ist denn Bubble Tea? Noch nie gehört. Habe ich auch noch nie gehört. Du kennst. In meiner Jugend gab es aber Bubble Gum. Das war so ein Kaugummi, so eine große Kugel. Wenn man die gekaut hat und eine Blase gemacht hat und die ist dann geplatzt, da hat man die ganze Fresse voll mit dem klebrigen Zeug gehabt. Vielleicht ist das eine Weiterentwicklung. Ja, vielleicht. Ja. Das ist doch das Zeug, so Kugeln, die man dann irgendwie in den Tee reintun kann, die sich dann so im Mund auflösen oder sowas. Irgend so ein komisches Getränk, was es jetzt ständig in allen Städten gibt. Mit so kleinen Kügelchen, die da irgendwie reinkommen und dann so bunten Farben. Ich habe irgendwas drüber gelesen, aber ich weiß es auch nicht so genau. Ich glaube, das ist so ein komisches Eistee-ähnliches Zuckergetränk mit so ganz fiesen Blasen irgendwie so drin, diese kleinen, ne? Und wenn man das dann da drauf passt, dann geht es irgendwie so auf und dann kommt da so eine Flüssigkeit raus und so ganz chemisch komisch. Bubble Tea ist ein Getränk, was sich jetzt ziemlich schnell verbreitet hat mit das Tee und da drin sind so Kügelchen namens Tropics, glaube ich. Bubble Tea ist aus so einer, ich glaube, asiatischen Wurzel, hat man so kleine Bubbles und dann gibt es verschiedene Geschmacksrichtungen und das wird aufgefüllt entweder mit Tee oder grünen Tee, schwarzen Tee, ich glaube Joghurt oder so gibt es auch, bin mir nicht ganz sicher und ja, in verschiedenen Flavors gibt es. Weißt du denn, woher das eigentlich ursprünglich kommt? Keine Ahnung. Ja, aus Japan, glaube ich. Oder? Ja, irgendwas Asiatisches, weiß es nicht. Amerika oder Japan? Japan. ich glaube aus Asien. Das soll ziemlich gut schmecken, weil es halt so irgendwie ganz viele verschiedene Teesorten gibt. Und soll halt interessant sein, eher so ein Modeding. Nie probiert. Keine Ahnung. Ich kenne noch niemanden, der es mal probiert hat. Ich habe es mal getrunken, weil ich dachte, ich muss es mal probieren. Ich finde es ganz gruselig fies. Ich glaube, wenn man so Unverträglichkeiten hat, kann man daran nur sterben, weil unglaublich viel Zucker und Farbstoff und so drin ist. Und wenn man es zu schnell trinkt, dann flutscht einem so ein Bubble-Ding so genau hinten so in den Hals rein und dann muss man echt voll aufpassen, dass es nicht erstickt. Also ich fand es nicht so gut. Bubble Tea schmeckt, weiß nicht, ich war nicht so begeistert davon. Ich habe das mal im Ausland getrunken, das erste Mal, als es hier noch gar nicht gab. Und da fand ich es eigentlich ganz okay, also ganz witzig so. Und hier finde ich es aber nicht so geil. Ja, schmeckt ganz gut, aber ganz schön süß und es soll auch, ja, ist ganz schön viel Zucker drin. Anscheinend. Findet ihr den Trend gerechtfertigt? Also ich finde es absolut nicht gerechtfertigt. Ich würde auch gucken, dass mein Kind vielleicht nicht so viel Taschengeld übrig hat, ständig in diese Läden zu rennen, weil hauptsächlich Schüler damit halt rumlaufen im Moment. Ich verstehe es doch wirklich nicht, weil es halt echt nicht schmeckt. Also ich finde es echt eklig. Aber ja. Nee, ich würde es nicht. Es war vor allem auch teuer. Kostet 3 Euro so ein Ding. Und so geil. Also es ist ganz witzig. Wir haben dann irgendwann einen Witz draus gemacht, dass wir halt so Leute abgeschossen haben damit. Aber wir haben das jetzt nicht selbst so einmal getrunken. Wenn jemand kommt und mir umsonst das in die Hand drückt, wie würde ich es ausprobieren, aber ich würde mir keins kaufen. Ja. Ja, ich würde es nicht. Also mir schmeckt mein Bubble Tea eigentlich. Sind die Vorwürfe gegen das Trendgetränk wirklich gerechtfertigt? Aus was besteht Bubble Tea eigentlich? Und was macht es so Besonderes? Wir haben für euch nachgefragt. Hallo, wir sind heute beim Bubble Tea Laden Sonson. Das ist Herr Sonson. Und er wird uns jetzt ein bisschen was über Bubble Tea erzählen. Das Basisgetränk ist halt Tee, wo die Person sich halt aussucht, was für einen Tee sie halt möchte. Und halt, wie man möchte, halt noch mit Fruchtgeschmack. Da werden dann Fruchtsirups hinzugemischt, wo der Kunde halt auswählen möchte, welchen Fruchtgeschmack, welchen Tee. Und als Alternativen gibt es halt die gleichen Geschmäcker halt noch mit Joghurt und Milch. Die Auswahl ist also sehr groß. Die Kombination, wie man es halt möchte, das entscheidet die Person immer selber. Und wenn man das mal sich zusammenrechnet, sind es ganz viele Variationen mit den Toppings, die man dazu mischen kann. Wo kommt denn der Bubble Tea eigentlich ursprünglich her? Ursprünglich kommt es aus Taiwan. Und das hat schon eine sehr lange Tradition da. Und angefangen hat es eigentlich nur mit Tee. Kein Fruchtgeschmack oder sonst was. Und bei den Bubbles
Da gibt es das Tapioca. Das ist der Ursprung. Der Ursprung, was jeweils, das erste, was jeweils reingekommen ist. Diese ganzen Bubbles und alles, was das, die Jellies, die kamen erst nachträglich dazu. Was gibt es denn da so für Auswahl an Toppings? Es gibt unterschiedliche Fruchtgeschmäcker, wie der Kunde es halt möchte. Das kann er sich ja frei aussuchen, von etlichen Obstvarianten. Das sind die sogenannten Poppings, gefüllt mit Fruchtsaft, umhüllt von einer Calciumchlorid-Hülle aus der Monokularküche. Da wird Litchi, Orange, Passionfruit, Cranberry, Mango, Joghurt und Strawberry. Das sind sogenannte Jellies. Das ist Gelee, mit Fruchtsirup getränkt. Es ist halt, wie der Kunde es halt möchte, eigener Geschmack. Halt auch Erdbeer, Mango, Kaffee, Ananas und Aloe Vera haben wir da. Und das hier ist der Ursprung eigentlich. Das sind die Tapioca-Perlen. Stammt aus einer Wurzel, aus der Maniokwurzel, wird das Produkt hergestellt. Und wird da auch morgens immer gekocht. Und das ist rein pflanzlich. Aus was bestehen eigentlich diese Bubbles? Diese hier? Mhm. Im Prinzip ist es nur Fruchtsaft, umhüllt mit einer Calciumchlorid. Mit Calciumchlorid wird das hergestellt. Wir haben das so eine Umfrage gemacht bei Mainzern und haben viele gesagt, ja, dieser Sirup, es kommt ihnen alles vor, so wie so ein bisschen Chemie. Muss man sich da irgendwie Gedanken machen? Oder? Nein, eigentlich nicht. Natürlich, wenn man das Wort Sirup hört, denkt man natürlich an Chemie direkt. Aber es ist eigentlich unbedenklich. Dann würde ich sagen, probieren wir das mal aus. Okay. Durchlamm. Was mein Kollege gerade mischt, das ist ein sogenannter Milchshake. Bei dem Milchshake, da wird halt viel Geschmackspulver benutzt, wie Kokospulver, Milchpulver und dementsprechend auch Honigmelone. Dazu kommt dann noch Eis. Und das ist unsere Zuckermaschine, unser Dosierer. Wie der Kunde möchte, können wir den wenig Zucker rausgibt. Und am Ende wird alles zusammengemischt. Kommt hier in den Mixer rein. Dann kommt das alles in den Becher, wo der vorher schon befüllt wird mit den Toppings, wie der Kunde sie haben möchte. Am Ende kommt alles in diese Maschine und wird dann alles luftdicht verschweißt. Das ist jetzt ein sogenannter Milchshake, Honigmelone. Nachdem wir jetzt wissen, wie die Profis Bubble Tea herstellen, juckt es uns natürlich in den Fingern, das auch mal auszuprobieren. Jan und Marie haben sich für uns als Bubble Tea Creator probiert. Hallo zu einer neuen Folge von Cook It. Wir sind heute bei mir zu Hause und wir machen heute Bubble Tea. Das ist Jan 2 und er ist Chemiestudent in Itstein an der FH, an der Fresenius. Und jetzt fangen wir mal an. Für unseren Bubble Tea benötigen wir Natriumalginat und da Prothesenkleber zu 100% aus Natriumalginat besteht, benutzen wir einfach Prothesenkleber. Eine Spritze, Calciumchlorid, irgendeinen Sirup, je nach Geschmack, grünen Tee. Dann legen wir jetzt mal los. Wir brauchen noch normale Glasgefäße, oder? Wie viele brauchen wir? Mindestens mal zwei. Okay, ich hole jetzt mal ein paar raus. Aber bei dem Angebot hier könnten wir auch mehr benutzen. Ja, wir müssen ja ein bisschen mehr machen, als wir eben gezeigt haben im Stockpick. Wir probieren ja ein bisschen was aus. Gut. Mit was fangen wir jetzt an? Ja, der Trick ist eigentlich beim Bubble Tea, wir brauchen auf jeden Fall Calciumchlorid. Das müssen wir erstmal in Wasser lösen. Und unsere zweite Hauptzutat, das ist hier unser Prothesenkleber. Ja, ist ein bisschen lustig, kriegt man in der Apotheke, ist auch ziemlich günstig. Günstiger als das andere Alginat, was da drin ist, weil der Prothesenkleber besteht aus 100% Alginat und kostet nicht so viel. Also ist eigentlich ein ganz guter Trick, wenn man das machen möchte. Okay.
Und den brauchen wir auch, weil der dickt dann unseren Saft, Sirup oder vielleicht auch unseren Ketchup, das wissen wir noch nicht, ob das funktioniert, an und dann können wir Bubbles machen. Und was ist mit dem Alginat? Das ist eine Alge. Genau, das wird aus Braunalgen gewonnen und ja, das macht dann unseren Sirup dick, damit wir so schöne Kügelchen kriegen. Und für was wird dieses Alginat sonst verwendet? Kann man das essen? Ja, das ist völlig unbedenklich und wird zum Beispiel als Prothesenkleber benutzt. Okay, und wo findet man das sonst? Du hast gesagt, du hast mir vorher erzählt, dass man das im Asialaden kaufen kann. Weißt du, was man da sonst mit isst? Was man da genau sonst mit isst, kann ich dir nicht sagen. Du kannst aber eigentlich überall kaufen, also auch bei namhaften Internetanbietern wie Amazon oder so. kannst du es auch kaufen, habe ich mal gegoogelt. Und ist auch nicht so teuer. Und, aber das geht, das geht ja jetzt auch. Gut, dann fangen wir jetzt mal an. Also was müssen wir jetzt als erstes machen? Ja, wir müssen als erstes mal hier unsere Calciumchlorid-Lösung herstellen. Gut, da brauchen wir einen Teelöffel, oder? Ja, das ist am besten. Gut. Also ich habe jetzt auch mal nachgeschaut. Normal sagt man immer, man braucht so 1 Gramm pro 100 Milliliter Wasser. Allerdings ist es ja mit einer Küchenwaage ziemlich schwierig. Wollen wir es mal ausprobieren? Wir können es gerne mal ausprobieren. Aber bei meiner zu Hause ging es erst bei 5 Gramm los. Und das wäre viel zu viel. Ich glaube, wir brauchen noch einen Messbecher. Den können wir auch benutzen, wenn wir es ganz ordentlich machen wollen, können wir das mit Messbecher machen. Bei meinem chemischen Talent könnte es heute natürlich wieder mal nicht funktionieren. Okay, probieren wir es mal einfach aus. Also ich meine, der macht 1 Gramm. Wieso soll der denn nicht 1 Gramm machen? Gut, probieren wir mal aus. Wir probieren es mal aus. Willst du das machen? Hm. Okay. Der Löffel ist zu groß. Kann das noch sein? Ja, wir können ja mal ausprobieren. Wir können die wieder zurückschütten, das macht ja nichts. Ich glaube, es geht doch nicht. Ja genau, das gleiche Problem hatte ich auch. Doch, jetzt habe ich 6. Genau, deshalb habe ich dann einfach beschlossen, ich nehme einen großen Teelöffel. Das funktioniert auch und jetzt habe ich 0. Eben, obwohl es auch so viel drin ist. Deshalb. Ja, was machen wir jetzt? Lasse ich das einfach jetzt hier so drin? Ja, das ist ein bisschen viel, finde ich. Also du kannst ruhig noch mal einen Löffel rausmachen. So viel raus? Ja, wir probieren es mal damit. Nachkippen können wir immer, also von daher. Du meinst, es reicht? Ich glaube, das reicht. Gut, stellen wir die auf die Seite. Bringt nichts. Ja, also das ist schon mal der erste Fehler bei dem Rezept, was wir gefunden haben. Das mit dem Abwiegen, 1 Gramm funktioniert irgendwie nicht. Also man ja, du hättest ja auch mal eine Waage mitbringen können. Ich meine, du musst sowas ja eigentlich zu Hause haben, oder? Nee, so genau Waage jetzt nicht zu Hause. Ja, das ist schon mal ein grober Fehler. Weißt schon, was du zu Ostern jetzt eigentlich wünschen? Ich werde mir eine Analysenwaage wünschen, damit ich 1 Gramm Salz abwiegen kann für meine Bubbles hier. Genau, weil wir werden ja jetzt ganz groß mit rauskommen, glaube ich. Ja, die Läden sprießen ja hier überall aus dem Boden. Ne? Genau, deswegen. Also, okay, dann machen wir jetzt mal weiter. Was ja, dann jetzt? Brauchen wir jetzt Wasser. Aber das brauchen wir jetzt nicht hier in dem Spritz. Nee, die Spritze brauchen wir später erst. Ich würde sagen, du machst es mal mit dem Messbecher. Einfach mal 100 Milliliter Wasser da rein. Brauchen wir noch einen kalt, gell? Ja, kalt ist besser als warm. Warten wir lieber, bis es kalt ist. Was passiert, wenn es warm ist? Ja, dann könnte es sein, dass die Bubbles am Anfang ein bisschen so zu weich werden. Ich meine, grundsätzlich geht es auch, aber mit kaltem Wasser. Ist ja auch nicht so ein Akt kaltes Wasser. Eben. Soll ich ja, jetzt da rein? Jetzt muss es da rein. Genau. Und dann einmal umrühren, bitte. Soll ich einen Schneebesen nehmen, oder? Nee, das Salz, das löst jetzt noch wunderbar ohne alles auf. Naja. Ja, das sind so ein paar größere Klümpchen. Wenn du im Moment wartest, sind die auch weg. Aber das ist jetzt auch nicht so entscheidend. Hauptsache, wir haben da ganz viel Calciumchlorid. Das stört mich aber jetzt schon ein bisschen. Ja, dann darfst du noch ein bisschen rühren. Gut. Hier sieht das ganz gut aus. Ja, macht das schon gut, ne? Hätte Chemiker werden können. Chemiker oder Chemikerin? Hey, Entschuldigung, Chemikerin. Ja, wir wollen ja politisch korrekt sein, Chemikerin. Okay, und jetzt? Gut, jetzt müssen wir uns entscheiden, was wir für Bubbles machen wollen. Wir haben eine große Auswahl. Wir können ja mit was anfangen, was wahrscheinlich funktioniert. Also würde ich sagen, wir nehmen mal so einen Sirup. Okay, Holunder oder Himbeere? Wir nehmen Himbeere. Den soll ich jetzt einfach in irgendeine Schüssel füllen? Ja. Also den müssen wir jetzt natürlich so ein bisschen verdünnen, würde ich sagen, weil so purer Sirup ist natürlich schon ein bisschen... Mit was wirst du das verdünnen? Mit Wasser. Leitungswasser? Ja. Dem guten Kalkwasser aus Itstein? Oder sollen wir... Ja, das ist ja sehr mineralhaltig hier. Aber wir können auch gerne von dir Mineralwasser nehmen. Nö, wir können das gerne hier nehmen. Also einfach hier rein. Wie viel? Ja, das kannst du Pi mal Daumen machen. Oh Gott.
Also ich sag mal Stopp. Ja, ich würde sagen, das reicht. Okay. Kettet wie aufgehört. Ja, und jetzt einfach Wasser ein bisschen rein. Wasser rein, damit es nicht ganz so heftig ist. War ja schon ziemlich stark konzentriert. Okay, ich mache jetzt nochmal 100 Milliliter, dann sagst du mir, wie viel ich da reinmache. Ja, nicht so viel. Vielleicht so 1:1 mischen. Weil die müssen ja schon ein bisschen intensiv schmecken. Ja, ich würde sagen, das reicht. Mhm, das gut. Musst du jetzt mal umrühren. Mit dem Schneebesen? Ja, den kannst du jetzt schon mal holen, wir brauchen eher einen. Also was ich auch gesehen habe, was ganz gut geht, sind diese Milchschäumer. Diese kleinen Handteile. Moment, da haben wir vielleicht auch noch einen hier. Das war ja irgendwie mein Teil. Ah, genau, so ein Teil. Das funktioniert auch echt gut, glaube ich zumindest. Der geht auch noch. Ja, aber das ist ein bisschen alle, aber ist gut. Okay, und jetzt? Ja, das ist jetzt die Grundmasse für unsere Bubbles. Da muss jetzt hier unser Prothesenkleber rein, damit es alles ein bisschen dickflüssiger wird. Boah, das riecht gut. Hm. Und wie viel? Ja, das ist jetzt auch so eine Sache Pi mal Daumen. Also normalerweise gibt es da auch wieder so eine 2-Gramm-Angabe in dem Rezept. Aber da das ja auch wieder schwer umzusetzen ist mit der Waage, am besten fängst du jetzt schon an zu rühren, okay. Weil sonst wird es nämlich klumpig. Und dann musst du ganz lange rühren, damit die Klumpen weggehen. Scheiße, es gibt schon Klumpen. Ich kann das ja mal festhalten und du kannst rühren. Siehst du das? Oder? Ja, das braucht einen Moment. Du kannst auch noch was reingeben. Wieso nehmen wir jetzt eigentlich nicht den Handrührer? Ja, also das war deine Entscheidung. Wir können natürlich auch dieses Teil nehmen. Naja, nö, krieg noch ein bisschen Armmuskeln. Ist ja gut, ne? Ja. So, und wie lange muss ich das jetzt machen? Ja, bis das ein bisschen sich gelöst hat. Bist du dir sicher, dass das reicht? Ja, das ist, müssen wir mal ausprobieren. Also immer schön rühren. Das ist die Hauptsache. Ja, und wo kommen jetzt diese Bubbles her? Wieso macht man das denn? Wer das so sich ausgedacht hat oder ja. Ja, ursprünglich kommt es wohl aus Japan. Die sind ja alle so ein bisschen verrückt, so Manga-mäßig und so. Die mögen ja alles, was bunt und verrückt ist. Und die haben sich halt auch diesen Bubble-Tea ausgedacht. Also das sind ja so bunte Perlen in so einem Milch-Tee-Gemisch. Und da ist es wohl total angesagt. Und ja, da kommt es auch her. Und jetzt erobert es Deutschland. Ich glaube, es wird schon ein bisschen dicker, oder? Bilde ich mir das jetzt hier ein? Ja, das sieht schon ganz gut aus. Also, wenn du das eine Zeit lang gerührt hast, kann man das einfach mal ein bisschen stehen lassen. Und warten, bis es anliegt. Jetzt kommen aber diese blöden Blasen, das lassen wir. Ja, aber vielleicht ist es ganz gut, damit sich das besser vermischt. Ja, also das ist noch so ein ungelöstes Problem, wie wir das luftfrei kriegen. Weil die Bubbles sehen natürlich besser aus, wenn später keine Luft drin ist. Und ja, wenn du das halt so rührst, dann... Ja, aber vielleicht sollten wir das nochmal ausprobieren gleich, dass wir eins machen, wo wir es nicht rühren, also nur so ein bisschen anrühren, dass es nicht so Bubbles entsteht, also nicht so, jetzt sagst du nur noch Bubbles. Ja, die heißen ja auch eigentlich Popping Bobas, habe ich gesehen, und nicht Bubbles. Warum? Ja, das ist so der ursprüngliche Name. Du kannst es ja auch schon fertig kaufen, in so Galonen, das sind dann irgendwie 3,5 Liter Gefäße. Was sind denn Galonen? Ja, das ist so eine amerikanische Maßeinheit, die haben ja immer andere Einheiten wie wir. Die konnten sich dann noch nicht so an dieses internationale System gewöhnen. Die verkaufen halt noch Galonen. Und ja. Ich war letzte Woche war ich mit einer Amerikanerin was trinken, von einer sehr guten Freundin von mir. Die Austauschpartnerin ist da und die hat sich tierisch drüber aufgeregt über die Amerikaner, dass die immer so ihr eigenes Ding machen müssten. Ja, mit den ganzen Miles und so und mit den. Ja. Das wäre nicht so lustig. Da sieht man es wieder. Galonen. Bei denen ist ja auch noch Fahrenheit und keine Celsius. Genau, genau, das hat sie sich auch. Das wäre so blöd. So. Ja, also wir hoffen einfach mal, dass das was wird. So, machen wir jetzt noch eins. Also es bietet sich an, das einfach einen Moment stehen zu lassen. Aber guck mal, hier sind gar nicht so viele Bubbles, also Luftbläschen, als wenn du es mit der Hand machst. Ja, das liegt daran, dass es noch nicht so richtig fest geworden ist. Denkst du, entstehen die jetzt von selber? Nee, die entstehen aber, wenn das jetzt fester wird und du rührst, dann geht die Luft nicht mehr raus. Jetzt ist es noch zu flüssig und die Luft schreckt. Aber guck mal, da sieht man ja schon, dass sich was tut. Das blitzt ja so. Siehst du das? Wie auf dem roten Teppich. Wenn also du sagst. Wenn die ganzen Fotografen kommen. Da kenne ich mich voll gut mit aus. Nein, siehst du das nicht? Ja, Nein, er sieht es nicht. Das sind halt Luftbläschen, die nach oben steigen und dann aufplatzen wahrscheinlich. Aber das sind doch meine guten Augen. Weil der Augenarzt hat mal zu mir gesagt, wenn Lux wüsste, wie gut du siehst, dann wird er sich erschießen.
Seht ihr mal, wie gut der Augen ist. Ja, also das müsst ihr jetzt einfach mal einen Moment stehen lassen. Währenddessen können wir noch mal eine andere Mischung ansetzen. Du saust hier ganz schön rum, Jan. Ich hole mir mal ein Tuch. So, was sollen wir denn jetzt noch ausprobieren? Willst du es mit dem Thema machen oder wollen wir mal das Ketchup ausprobieren? Aber es wäre natürlich blöd, weil mit dem Ketchup hast du es noch nie ausprobiert. Wenn es das jetzt schon nicht hinhaut und das jetzt auch noch nicht, dann stehst du hier schon ziemlich schlecht da. Das wollte ich dir mal so sagen. Das habe ich gestern ausprobiert, das hat funktioniert. Also, das kann nicht klappen. Ja, und das kann jetzt jeder sagen, dass das gestern funktioniert. Also, wenn das nicht klappt, dann lag es an deiner Rührtechnik. Ich lass dich da gleich mal ran. Okay, was machen wir jetzt? Willst du es jetzt mal mit dem Ketchup ausprobieren? Also mit dem Ketchup hat er es noch nie ausprobiert. Ja, das hat können wir ja mal machen, dass wir halt irgendwie, wenn es also klappt, Himbeere und so Sirup hat er schon alles ausprobiert, aber wir wollten jetzt eigentlich mal gerne mit Ketchup, weil es wäre eigentlich ganz lustig, wenn man Pommes mit so Bubble-Ketchups essen könnte. Oder was wir auch noch für unseren lieben Praktikanten Ola ausprobieren wollten, wie das mit Tabasco ist. Weil das wollte er eigentlich gerne mal ausprobieren. Jetzt dachten wir, wir kommen ihm mal zuvor. Damit er sich die Arbeit erspart, wenn wir jetzt hier schon so einen kompetenten Chemiker mal bei uns haben. Ne? Gut. Haben wir also ein Taschentuch für mich? Mir rückt die Nase. Ich hier irgendwo eins. Er sucht sich jetzt mal ein Taschentuch. Geh mal Mama fragen, die sitzt im Nachbarzimmer. Gut, soll ich jetzt einfach schon mal anfangen? Dann, na gut, ich probiere das jetzt mit dem Ketchup auf. Also ich glaube, du kannst mir schon mal Anweisungen von hinten geben. Bin wieder da. Okay. Soll ich das Ketchup jetzt einfach da reinmachen? Oder willst du es dann ein bisschen auflösen mit Wasser? Wir probieren das jetzt aus. Das wird aber dann, glaube ich, eklig. Ja, aber wir probieren das in einer kleineren Schüssel aus, oder? Oder willst du es auch in so einer großen? Das ist so... Das sieht nicht so gut aus, ne? Ja, wir können das ja zwischendurch nochmal rühren. Mal gucken, was passiert. Wow! Ich sehe das schon voraus. Ja. Das okay, war... Du ich mache jetzt hier noch mal ein bisschen Ketchup rein. Genau. Reicht das? Wir brauchen ja nicht so viel davon. Ja, wir probieren es ja einfach. Du musst es halt rühren können. Ne? Wenn du jetzt zu wenig reinmachst, wird es mit dem Rühren schwer. Und jetzt einfach Wasser dazu. Guck mal, hast du hier schon wieder eine Sauerei gemacht. Ja. Also Wasser rein? Ja, okay. Nicht? Ja, nicht so viel. Das wird doch, nein, lass ruhig. Aber es wird ja eklig. Also ich meine, wer mischt Ketchup mit Wasser? Also. Oh. Nein, ich habe das noch nie gemacht. Ja, so geht es doch. Ja. Vielleicht ist es, guck mal, aber eigentlich ist es doch viel besser, wenn das schon so fest ist. Weil wenn man das dann da reinmacht, dann entstehen doch die Bubbles. Wieso haben wir jetzt aber Wasser reingemacht? Ja gut, das, der Prothesenkleber, unser Alginat, muss ja so, das dann lösen. Achso, muss da ja auch noch rein. Ja, stimmt. Ja, aber denkst du nicht, dass sich das einfach in Ketchup löst? Ja, das ist halt die Frage. Das müssen wir jetzt ausprobieren. Ja, aber ich habe jetzt schon Wasser dazu getan. Ja, mach ruhig mal rein. Wir können das ja einfach testen. Und du musst natürlich wieder was zum Rühren ja. haben. Ja. Machen du mal bitte rein. So, und wie kamst du jetzt auf die Idee, dass man das mal machen könnte? Diese Bubble? Ja, die Janine hat uns ja darauf angesprochen, ob das nicht mal ein Versuch wert wäre. Und es war erstaunlich einfach eigentlich das Zeug zu bekommen, das hätte ich nicht gedacht. Also ich hab's auch gleich, ich hab's um 11 bestellt und um 6 war es in der Apotheke da. Ja, aber du musst auch mal erzählen hier von der Apothekerin, was der erzählt. Naja, die hat dich ja schon ein bisschen komisch angeguckt, als du Prothesenkleber gekauft hast. Ja, die waren erst so ein bisschen verdutzt, das stimmt, aber die Apothekenhelferin hat das doch dann wohl gekannt, weil vor kurzer Zeit schon mal jemand da war, der die gleichen Wünsche hatte. Ja, dann sieht man jetzt mal, was das hier für ein Run ist. Ja, also es muss wohl im Moment richtig ein Trend sein. Wir gehen hier mit der Zeit. Bei Cookit. Hier, guck mal, es gibt voll die. Ja, das ist. Es sieht aus wie Spaghetti mit Tomatensauce und Parmesan drin. Und so in der Art. Das war meine Befürchtung, dass es halt nicht klappen könnte. Ja, was heißt das jetzt? Aber können wir jetzt trotzdem Bubbles draus machen oder nicht? Ja, das könnte halt sein, dass die nicht so wirklich rund werden, sondern sich in unserer Kalziumchloridlösung auflösen. Können wir das jetzt nicht einfach mal ausprobieren? Ich bin ja schon so ein kleiner. Ungeduldsbolzen. Also das wird jetzt zumindest schon mal ein bisschen dicker, das sieht schon mal gut aus. Also Ungeduld ist halt hier nicht so angebracht, so ein bisschen warten ist echt gut. Ja, aber ich glaube, du hast hier ein bisschen zu viel Brotefix reingemacht, guck mal, wie viel Zeug da dran ist. Also, ja! Das ist die Chemikerweisheit Nummer 1, viel hilft viel.
Ja, aber da sind doch schon genug. Da sind doch schon so viele. Ja, wir probieren das einfach mal aus. Okay. Du kannst ja auch einfach ein bisschen stehen lassen. So, was machen wir jetzt? Ja, wir müssen jetzt noch warten. Guckt, ah, das wird jetzt schon wunderbar dick hier. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Aber das ist jetzt schon wirklich so ein bisschen dickflüssig. Das sieht echt ekelhaft hier aus. Könnt ihr auch mal gerne filmen. Also es geht auch vielleicht mit weniger, aber das müsste man halt austesten. Wir haben jetzt erstmal viel genommen, damit es auf jeden Fall klappt. Viel hilft viel. Genau. Okay, und jetzt? Ja, ich würde sagen, wir warten noch einen kleinen Moment, bis es ein bisschen dicker geworden ist. Aber dann machen wir noch irgendwas anderes. Dann machen wir noch mit Holunder. Ja, das können wir gerne tun. Es ist halt, je farbintensiver diese Kügelchen sind, desto schöner sieht es halt aus. Ja, aber da müssten wir da noch ein bisschen Sirup reinmachen. Oder Grenadine. Das können wir immer noch machen, ja. Man kann auch zum Beispiel erst nur hier so ein bisschen verdickflüssigen und dann noch eine zweite Schüssel nehmen, wo man einfach nur ein bisschen verdünnten Sirup hat und einfach zusammenkippen, das geht auch. Okay, also ich nehme jetzt noch ein bisschen Holunder-Sirup. Ja, das solltest du eigentlich sehen als Profiköchin, dass das kein Himbeer ist. Ja, das war Himbeer, ja. Okay, machen wir das jetzt nochmal. Aber das ist ja von der Farbe eh egal. Sieht eh nicht so schön aus. So. So. Also das ist jetzt hier unser angedickter Sirup mit dem Natriumalginat, unserem Prothesenkleber. Und das kommt jetzt ins Calciumchlorid rein und es sollte jetzt halt gleich so eine Kugel geben. Oder zumindest irgendeine Art von Form. Ja, und es funktioniert. Mist. Man sieht es jetzt nicht so gut. Warte, hast du mal was Weißes zum drunterlegen? Ja. Oder, Moment. Vielleicht sieht man das so besser. Da oben. Aber von der Farbe sind die nicht schön, das gefällt mir nicht. Ja, den Original. Bubbles sind ja auch relativ viele Farben drin und Zusatzstoffe, damit die so wunderbar bunt aussehen. Ja, das gefällt mir auch nicht. Ja, deshalb haben wir uns entschlossen, so ein bisschen hier... Okay, und was, wenn wir jetzt noch Sirup dazu machen? Ja, wir können da jetzt auch noch Sirup reinkippen. Wir machen noch ein bisschen Sirup dazu. Wie viel? Deine Entscheidung. Dann soll ja auch nachher schmecken, dass es Himbeere ist. Probieren wir das aber schön mal mit den Spritzen genau aus. Das gefällt mir nämlich ziemlich gut. Wieso ist die nass? Ja, die habe ich heute Morgen mal durchgespült. Warum? Nicht, weil sie dreckig war, aber ich dachte, dann wäre weiß. Aber die ist frisch gekauft. Wir haben da jetzt nicht sonst was. Ja, wenn ihr die kaufen wollt, das sind übrigens Blasenspritzen. Das sind die größten, die der Apotheker hat. Ja, das hat die Apothekerin auch schön laut in der Apotheke gesagt, genau, ne? Die hatte mir erst so eine kleine verkaufen wollen, hier so eine 20-Milliliter-Spritze. Aber wir wollten halt was Großes haben. Okay, machst du das jetzt mal? Füllst du das jetzt rein? Da merkt man, dass sie kein Chemiker ist. So eine Spritze kann man auch aufziehen. Beziehungsweise, wir haben ja vorhin festgestellt, dass Marie panische Angst vor Spritzen hat. Also normalerweise füllt man eine Spritze nicht so. Ich meine, das weiß man eigentlich. Ich hätte jetzt den Finger da drauf gesteckt und dann hätte der Jan jetzt einfach mal reingefüllt. Also, man lässt es natürlich drin und dann zieht man das da direkt auf. Das funktioniert jetzt auch wunderbar. Ich möchte. Und es ist auch gar nicht so viel Luft drin. Ja, das liegt an dem Dings. Ich habe doch gesagt, dass das besser ist, wenn man es damit macht. Ja. Aber das tropft schon ein bisschen. Ja, natürlich, das tropft ja. Das hat. So. Man muss ein bisschen langsam machen, sonst werden sie so klein. Was? Und mach ein bisschen langsam, nicht zu viel rausdrücken auf einmal. Sonst kriegst du keine Bubbles, sondern irgendwelche komischen Würste. Guck mal, sieht ja gut aus. Ja, klappt optimal. Aber was mit dem Ketchup? Ich fände das eigentlich schon ziemlich cool, wenn es gehen würde. Ich meine, wenn man so Pommes mit so Ketchups. Ja, wir probieren es einfach mal aus. Also mehr als schief gehen kann es ja nicht. Wir haben jetzt zumindest schon mal eine Schüssel mit funktionierenden Bubbles. Ja, und in was tun wir die nachher rein und was trinkt man die denn? Trinkt man die mit Milch oder was? Na gut, wenn wir jetzt so einen richtigen Bubble-Tea machen wollen, dann müssen wir natürlich noch einen Tee machen und dann Milch noch rein. Ja, dann mach das doch. Oder du nimmst nur Tee. Das habe ich auch gesehen. Hey, trinkt man diese Dinger in dem Tee drin? Genau, die kippst du rein und hast du unten im Glas diese Bubbles und oben halt deine Milch-Tee-Mischung. Ich habe das echt noch nie gesehen. Nur dein Tee. Also da gibt es irgendwie zigtausend Kombinationen. Soll ich da noch einen Tee kochen? Oder willst du den noch kochen? Ja, also wir müssen auf jeden Fall, das hätten wir vielleicht als erstes machen sollen, weil der muss ja auch wieder kalt werden. Oh. Aber wir können das ja beschleunigen. Soll ich die eigentlich größer machen oder ist das okay so? Ja, größer kriegst du, das kannst du mal ausprobieren mit dem Löffel. Wo findest du mal mit dem Löffel aus? Ich mach schon mal einen Tee an, das wird eh nichts. Ja, da werden sie halt doch ein bisschen größer. Was mach doch jetzt mal bitte das mit dem Ketchup. Also es könnte funktionieren, der Ketchup ist eine dicke Pampe geworden. Sieht ziemlich eklig aus. Vielleicht klappt's ja.
Okay. Ist der Tee, ist das Wasser noch nicht? Da muss der ziehen. Ja, was man halt bei dem Tee wohl beachten muss, ist, dass man einfach viel Tee nimmt, also dass man das konzentriert macht und es vielleicht auch ein bisschen länger ziehen lässt. Also da gibt es übrigens auch im Asialaden so extra Mischungen, die sind halt ein bisschen ungesünder als das jetzt hier. Die kann man sich auch kaufen, das ist extra für den Bubble Tea. Hey, was ist dann da drin? Ja, das sind irgendwelche undefinierbaren chemischen Mischungen, also man kann auch da was mit Chemie machen. Mach doch jetzt mal deinen Ketchup, Ketchup da. Der lässt dich nicht in Ruhe, ne? Nee. Wir haben ja heute das Thema Bubble Tea eigentlich gehabt, ja, und deswegen wollen wir jetzt auch noch mal einen Bubble Tea machen. Wir haben ja den Tee jetzt schon fertig gemacht. Soll ich den da drinnen süßen oder was sagst du? Ja, wir müssen ihn auf jeden Fall süßen, damit es nicht so fad schmeckt. Okay, dann hole ich mal den Zucker raus, wenn ich ihn finde. Hier. Willst du Zucker reinmachen? Dann kriege ich wieder Ärger, dass ich so viel reingemacht habe. Nee, ich esse das mal lieber selber. Mit so einem langen vielleicht. Ich hole gerade mal die Bubbles. Naja, einer geht noch. Du probierst dich nicht. Bist du hungrig? Das ist eh zu kalt. Das geht schon. Kannst du schon mal ein paar Bubbles ins Glas reinmachen? Ich hätte die jetzt einfach so reingeschüttet. Oder so. Wie viel machen wir da? Ja, wir probieren es einfach mal aus. Mach nicht ganz voll, so halb. Theoretisch noch Milch reinmachen. Ach so, gut. Das ist so in diesen Originalrezepten, das ist ja oft Milch drin. Aber ich finde, das sieht schon mal gut aus. So, und dann schütten wir noch ein bisschen Milch rein. Jetzt. Normal braucht man einen Strohhalm für. Ja, aber haben wir jetzt nicht. Hab ich hier einen Strohhalm drin? Nee, musst du so. Ich probiere das mal so. Ja, schmeckt nach grünem Tee. Mit bisschen, Feige? Ein bisschen nach Kirsche, ja. So muss das wohl sein. Also, schmeckt es jetzt gut oder nicht? Also ich finde, es schmeckt gut, weil wir haben es ja gemacht. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es nicht schmeckt, aber... Du willst es dir jetzt nicht kaufen? Nee. Gut, dann haben wir das Thema mit Bubble Tea auch abgeschlossen, ne? Ja, ich glaube, da fragen wir mal beim Profis nach. Okay. Vielleicht klappt es ja bei denen besser. Alles klar, gut. Wir rufen jetzt mal Janine an und hoffen, dass sie Zeit hat, unsere Bubbles mal zu verkosten. Und zwar wollen wir eine Blindverkostung mit dir machen, um zu gucken, ob man noch wirklich einen Unterschied zwischen den einzelnen Bubbles schmeckt. Also den einzelnen Bubblesorten. Jetzt rufe ich sie mal an. Dann fangen wir jetzt mal mit der Blindverkostung an, oder Janine? Ja, auf jeden Fall. Ich bin schon mal gespannt, was ihr da so alles gemacht habt. Dann zieh die mal bitte auf. Also ein bisschen komisch fühle ich mich jetzt schon. Zum Beispiel wie bei Wetten, dass? Ich will den Wind auf. So. Was macht ihr? Was fangen wir an? Können wir jetzt die Dinger nicht in die Nase stopfen oder so? Nein. Ne? Okay, nimm mal in die Hand. Den Löffel. Der wo ist denn? Mach den Mund auf. Ja, es fühlt sich Gelee-artig an. Und schmeckt irgendwie ein bisschen süß. Aber gleichzeitig auch irgendwie ein bisschen salzig. Dann sind sie noch nicht perfekt abgewaschen gewesen. Aber auf jeden Fall bärig. Aber, weiß nicht, Himbeere, Johannisbeere. Oha. Also was. Sollen wir es auflüften? Auflösen. Lüft mal. Lüften? Ja, lüfte bitte. Das Himbeere. Mhm. Nicht so schlecht. Gut, jetzt das andere. Ich habe Angst. Ich stopfe mir schon was Widerliches im Mund. Das sind dann gar keine Bubbles. Also.
Blindes Vertrauen im OK. Das können wir mal als Teamübung machen. Mund auf. Was ist das denn? Habt ihr Nudeln gekocht oder was? Also das sind auf jeden Fall mal keine Bubbles. Die sind nämlich irgendwie länglich wie Nudeln. Schmecken aber auch so ein bisschen wie... Meine frühere beste Freundin hat immer Spaghetti mit Ketchup gegessen. So ein bisschen schmeckt das auch. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass man Bubbles mit Ketchup macht oder Nudeln oder so. Ja, also dann in der Luft immer was rein ist. Das ist Ketchup. Ach so. Aber wie kommt ihr denn da drauf? Ja, ich wollte eigentlich Pommes mit Ketchup machen. Aber wir wollten nur mal ausprobieren, ob das überhaupt funktioniert. Aber Bubbles werden da draus irgendwie nicht. Wir wissen nicht, warum. Nur so Nudeln kann man halt da draus machen. Deswegen. Das war auch irgendwie cool. Jetzt kommt noch das Letzte. Mund auf. Wir haben noch Ketchup im Geschmack im Mund. Brauchst du was zum Tischen? Nee. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ist. Mund auf. Weiter geht der Mund auch nicht mehr auf, oder im Alter? Ich hab Angst. Okay, das. Die waren jetzt ganz, ganz klipprig. Ja. Die schmecken so ein bisschen sauer. Sauer. Hm. Aber so richtig. Willst du nochmal? Ja. Willst du nochmal einen Löffel holen? Will ich. Auf. Auf. Ah. Ich weiß nicht, hat irgendwie was Zitronisches, aber da ist noch irgendwas dabei. Okay, klingt jetzt nicht so schlecht, das stimmt schon. Ja, komm, ich habe keine Ahnung. Sauerkirsch. Okay, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ich habe jetzt irgendwas, keine Ahnung, so Aprikose oder so in die Richtung mehr. Na, immerhin 2 von 3 hast du erraten. Darfst du jetzt wieder abnehmen, die Maske? Ja, die darfst du jetzt wieder abnehmen. Das war schön. Mhm. Gut. Vielen Dank, dass du bei unserem Test mitgemacht hast. Bitte. Die sehen ja wirklich aus wie Spaghetti. Ja. Das ist auch, ich muss doch eben eine Schnur abreißen, weil das ist eine ganz lange Schnur. Also Jan und Maries Kreationen sind schon echt gewöhnungsbedürftig. Da bleibe ich doch lieber bei meinem Bubble Tea. Und wie steht's mit euch? Thank you.